Sie fühlen sich immer mehr wie Sieger. In Donetsk holen prorussische Separatisten die ukrainische Flagge vom Dach der Gebietsverwaltung, hissen stattdessen die Fahne der ausgerufenen Volksrepublik Donbass. Ähnliche Bilder gibt es in der Ostukraine seit Wochen, aber der Ton der Milizen wird immer dreister. Das war keine große Sache. Natürlich wollte die Polizei uns daran hindern, aber dann haben wir sie ein bisschen angeschrien und schon konnten wir die Flaggen tauschen. Ein Polizist hat die ukrainische Fahne vom Boden aufgehoben und weggetragen. In Kostjantinivka besetzen die Milizen das Polizeipräsidium und das Rathaus. Niemand hindert sie. Der Kontrollverlust der Regierung in Kiew geht im Osten weiter voran. Darüber macht sich auch Ministerpräsident Jatsenyuk keine Illusion. Der Schlüssel zur Lösung der Krise liege in Russland, sagt er im Gespräch mit der Deutschen Welle. Wenn Russland sich zurückzieht und diese Terroristen verurteilt, würde sich das Problem in der Ukraine lösen. Die einzige Chance, Moskau zum Einlenken zu bewegen, seien Sanktionen. Die EU und die USA haben erst diesen Montag weitere Strafmaßnahmen beschlossen, drohen mit Wirtschaftssanktionen. Doch der Kreml-Chef gibt sich unbeeindruckt. Russland werde andere Wege finden, sagt Putin, im Unterschied zur Ukraine. Für die ukrainische Rüstungsindustrie wäre der Abbruch der Beziehungen zu Russland eine Katastrophe. Warum? Weil sie gar keinen anderen Markt haben. Ihr einziger Kunde ist das russische Militär. Keine ermutigenden Worte für die gefangenen OSZE-Beobachter. Russland lässt die Separatisten bis jetzt gewähren. Die Verhandlungen zwischen den Unterhändlern der OSZE und den Milizen enden auch heute ohne Erfolg.